Willkommen zurück zu Gorby's Rally, Welt 6 von Banjo-Kazooie. Ich bin aber stark angeschlagen, deswegen kann ich alle Honigwaben hier gebrauchen. Dankeschön. Naja, da wäre ich fast wieder in diesen tiefen Treibsand gefallen. Das hätte mir auf jeden Fall geschadet. So, wir sind dabei, genau, diese Pyramide zu erkunden, weil... Was machst du? Ich will, dass du... Genau. Ich will, dass du herausfindest, wie man da hochkommt. Hä? Das hat sich jetzt schon aktiviert, ohne dass ich eine Stampfattacke gemacht habe. Was war denn da los? Eigentlich muss man auf solche Plattformen eine Stampfattacke machen, aber gut, dann halt nicht. Hier gibt es auch wieder einiges zum Einsammeln. Ist das hier überhaupt eine Pyramide? Und warum zur Hölle ist das Zeitlimit so... Ah, okay, ich verstehe schon. Ja, ich verstehe schon. Wir müssen mit den Turnschuhen hier hoch. Ja. Ist gut, Gruntilda, ich weiß. Und glücklicherweise weiß ich auch, wo die sind. Denn wir haben unseren Part ja dort beendet. Die sind da hinten. Aber ist das eine Pyramide? Also eine ägyptische jedenfalls nicht, aber ich glaube, die Pyramiden der Mayas sahen so aus. Also... Ja, so ähnlich natürlich. Egal. Auf jeden Fall ist es keine ägyptische Pyramide. Lass mich in Ruhe. Nein. Und jetzt starten wir uns die Turnschuhe. Alles klar. Damit sollten wir es eigentlich hinkriegen. Warum kann ich mich... Boah. Wieso kann ich mich nicht bewegen? Man muss sich jedes Mal diese Sequenz anschauen. Das finde ich total lächerlich. Die Zeit läuft da ja schon. Aus welchem Grund bleibt Kazooie da stehen? Also auch vom Logischen her. Oh Mann. Schaffen wir das überhaupt? Das wird verdammt knapp. Alter! Oh. Genau bei null. Gibt's doch nicht. Au. Das muss wehtun. So, was ist jetzt hier zu tun? Ich sehe nichts. Und ich kann die Kamera mal wieder nicht verändern. Klasse. Okay, ein Smiley. Sieht ja wirklich süß aus. Schnappen wir uns erstmal die Noten, aber... ich sollte darauf achten, dass diese Mumien mich nicht zu fassen bekommen, weil die sind nämlich alles andere als sympathisch. Kann man die nicht weglocken irgendwie? Erstmal die Noten, das ist schwieriger. Ja, so ist gut. Aber die Steuerung unter Wasser ist halt auch alles andere als wunderbar. Okay, ich muss kurz auftauchen. Oh, hier ist noch ein Mumbo-Schädel. Heilige Scheiße. Komm her. Ja, ich hätte mich hier umgucken sollen. Das habe ich jetzt vergessen. Aber ist nicht so schlimm. Jetzt nur noch das Puzzleteil, oder? Oder? Ich gucke mich lieber dreimal um. Nicht, dass hier oben noch eine Note rumgammelt. Nee. Dann hauen wir ab. So. Oh, der Wasserspiegel sinkt. Ah. Jetzt ergibt auch dieser Ort Sinn. Ja, nee. Hätte ich von Anfang an den... Oh. Sagt mir bitte nicht, dass wenn ich das Puzzleteil von Anfang an genommen hätte, dass ich die Tür so oder so geöffnet hätte und ich hätte dann das Theater mit den Mumien nicht gehabt. Ja gut, andererseits... Wie soll man denn dann den Mumbo-Schädel bekommen? Aber fliegen kann ich ja nicht. Verstehe ich nicht ganz. Ist auch egal. Wir haben alles und von daher sei es drum. Oder ist jetzt das Wasser wieder drin? Das kann ja gar nicht sein. Nee. Ach so, aber wahrscheinlich, wenn man die Welt verlässt. Ja, genau. Weil die Tür bleibt jetzt offen, aber ich denke, wenn man die Welt verlässt, dann ist das alles wieder so auf Anfang und dann kann man sich den Mumbo-Schädel holen. Sollte man den vergessen. Der ist wirklich fies. Na gut. Da unten habe ich übrigens auch mal einen Mumbo-Schädel gesehen, aber da war ja vorhin Treibsand, oder? Oder jedenfalls irgendwas, was mich daran gehindert hat, hier runter zu tauchen. Oder überhaupt hier runter zu gehen. Was heißt tauchen? Das Wasser ist ja jetzt erst seit ein paar Sekunden da. Hier war doch ein Mumbo-Schädel, oder? Ich habe ihn doch deutlich gesehen. Oh, und sogar ein Jinjo. Und doch ein Jinjo, der blaue. Wie passend. Jetzt fehlt nur noch der rosane. Der wird schon auch noch auftauchen.
Aber man kann hier auf jeden Fall auch schon vorher runter. Das seht ihr ja an diesen Sprungplattformen da. Oder Flugplattformen, was ist es? Flug, okay. Also sollte man hier runterfallen, dann kann man sich retten. Aber ich bin mir sehr sicher, dass hier gefährlicher Treibsand war, bei dem man Schaden nimmt. Da ist der Mumbo-Schädel, aber ich muss jetzt kurz Luft holen. Das vergesse ich meistens. Ich gucke da nie drauf. So, das ist die Nummer 24. Ich glaube, 26 brauchen wir. Dann haben wir alle. Wenn es 10 Stück sind. Und ja, was sonst? Wir haben schon mehr als 5 gesammelt. Das müssen 10 sein. Na gut. Von da unten haben wir alles. Gibt es hier noch ein Puzzleteil? Also hat sich jetzt auch da oben irgendwas getan? Weil das sah auch so leer aus hier, dieses Protest, ne? Nee, ist nach wie vor nichts. Naja, vielleicht kann man hier noch was freischalten. So, wo waren wir jetzt noch nicht? Jetzt muss ich kurz überlegen. Hier drin waren wir, ne? Da, glaube ich, war ein Schalter ganz oben auf der Pyramide drauf. Genau, da waren wir. Da bei der, ich nenne sie jetzt einfach mal Maya-Pyramide, waren wir auch. Nein, ich fall da jedes Mal rein. Hey. Wie viele Puzzleteile haben wir jetzt in der Welt? 7. Gut, ich kenne ja noch einen Ort, wo wir nicht waren. Aber ich möchte mich jetzt erstmal hier umgucken. Ob es noch irgendwas gibt. Vor allem, warum sind hier diese Gummistiefel? Das habe ich noch nicht ganz begriffen, was die da sollen. Da hoch kann man nicht. Da unten? Was war da unten? War da der Gobby? Ach nee, da sind... Ja. Da sind Noten, siehst du? Und deswegen gibt es da die Gummistiefel. Alles klar. Der einzige Ort, der mir jetzt noch einfällt, ist diese Höhle, wo man hinfliegen kann. Da werde ich jetzt auch hingehen, weil ansonsten habe ich nämlich echt keine Ahnung, wo es noch was gibt. Hä? Graba, dein feines Puzzleteil. Wer zum Teufel ist Graba? Ich habe leider nicht alle Puzzleteile einsammeln können. Ich habe mich zu dullihaft angestellt. Du bist Graba. Oder hieß der Graba wegen Grabber? Das würde irgendwie besser passen. Nennen wir ihn Grabber, unabhängig davon, ob er jetzt so heißt oder nicht. Du bist Grabber. Willst du kämpfen, oder wie? Der plumpe Bär ist so langsam. Okay, zu langsam ist ein Stichwort. Dann holen wir uns doch mal die Turnschuhe. Ah ja, und die Jinjos. Ich vergesse immer die Jinjos. Stimmt, die machen ja auch noch ein Puzzleteil aus. Oh nein, jetzt sollte ich langsam ein bisschen aufpassen mit meinem Leben. Ich stelle mich nämlich echt viel zu blöde an. Gibt es noch irgendwo eine Station, wo ich mich heilen kann? Na gut, ich kann den Gegner killen. Das müsste auch eine Honigwabe einbringen. Genau, vielen Dank. So, und jetzt lauf! Das ist ganz schön weit weg, da muss man sich echt beeilen. Und spring, spring doch! Du Lappen, spring! Okay, ich hab's aber. Oh nein, seit 1000 Jahren war das in meinem Besitz. Gut gemacht, Sterblicher. Oh, da heult er. Yeah, und wir haben unser Puzzleteil Nummer 8. So, das 9. kriegen wir dann durch die Jinjos und das 10. wird hoffentlich bei der Höhle sein. Nun gut. Aber vom Skill her bin ich heute nicht so gut wie sonst. Ich merke das. Und ihr sowieso. Ja, muss man mir verzeihen. Ist einfach so. Gibt halt auch mal Tage, da läuft es nicht so prächtig. Ich überlege gerade, wie komme ich am sichersten zu der Flugplatte. Und ich glaube, beim Anfang gab es noch eine Möglichkeit, sich zu heilen. Da muss ich sagen, ich bin jetzt auch einfach mal ein Schisser und gehe zurück. Ja, da ist was zum Heilen. Weil mir geht es gerade richtig schlecht, was meine Energie anbelangt. Und da möchte ich wirklich kein Risiko eingehen. Ach, gib mir doch die... Nein! Wow, okay, sie haben mich nicht... Oder doch, sie haben mich erwischt. War ja klar. Wenn man gegen eine Palme rennt, dann hat es der Gegner halt leicht. Bezeichnend für den Skill in diesem Part. Bezeichnend.
Aber Spaß macht's hier trotzdem. Oh, da fällt mir gerade ein, wir müssen noch den Mumbo-Schüttel in der Luft holen. Genau, das kann ich jetzt auch gleich tun. Der war da vorne. Den hätten wir fast am Ende des letzten Parts noch bekommen, aber ich habe es dann nicht geschafft. Nein! Ja, ich musste aber fliegen, weil sonst hätte es nicht gereicht von der Höhe her. Jetzt holen wir uns aber das Teil. Der ist gemein. Yes! Einer fehlt noch. Da sind auch noch ein paar Noten. Hä? Und Gobby? Was macht der da? Hey, du bist mir doch hoffentlich nicht böse, dass ich dir deine Höcker zerstampft habe, oder? Hallo, kannst du sprechen mit mir? Alter! Dann halt nicht. Moment, das geht nicht auf. Du musst mir helfen. Warte, 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 warte. Bam. Hm? Jetzt reicht es mir. Ich verlasse diese Wüste und suche mir ein ruhiges, schattiges Plätzchen. Hey, Gobby, ich wollte dich nicht vertreiben. Hey, warte. Was soll denn das? Na gut, dass der jetzt eine leere Honigwabe hat, freut mich natürlich. Vor allem, weil wir dadurch jetzt ein neues Leben bekommen. Aber ich dachte eigentlich, der hilft mir, die Tür hier aufzumachen. Wie komme ich da denn rein? Wie zur Hölle komme ich rein? Bitte sag mir das. Wie komme ich hier denn rein? Ich fahre mal mit dem Ding. Oh nein. Oh nein. Geh hoch, du Idiot. Kazooie, hilf mir. Ich verstehe das nicht ganz. Gibt es hier irgendwo einen geheimen Schalter, der das aufmacht? Oh, Moment. Ich habe eine neue Idee. Vielleicht muss ich das im Flug kaputt hauen. Was anderes fällt mir jetzt nämlich ehrlich gesagt nicht ein. Ich habe es mit allen Moves probiert und ich finde hier auch keinen Schalter, wenn es der extrem gut versteckt. Ich glaube, ich muss das im Fliegen kaputt hauen. Probieren geht über Studieren. Oder nochmal da oben auf diese... Nein, nee, 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 das ist Quatsch. Komm, mach nochmal. So. Zielen will allerdings gelernt sein. Aber ich glaube, ich hab's. Also auf jeden Fall habe ich es gestriffen. Ich verstehe das nicht. Wie komme ich da denn rein? Der Teppich bringt mich auch nicht zu irgendeinem geheimen Ort. Nee. Vergessen. Tja, Freunde, dann hänge ich jetzt. Ich weiß es nicht. Na gut, dann probieren wir es doch nochmal mit der Zielscheibe in der Luft. Oder vielleicht von der anderen Seite. Das ist doch mal eine Idee. Und mit Eiern habe ich die Tür auch noch nicht abgeschossen. Aber ehrlich gesagt, wenn die mit Eiern aufgeht... Dann finde ich das schon sehr lächerlich. Ihr könnt mir doch nicht erzählen, dass die Eier stark genug sind, um die Tür aufzuhauen, ja? Meine Attacken aber nicht. Das ist witzlos. So, und ich finde es halt merkwürdig, dass die Zielscheibe dann noch aktiv ist. Ich meine, warum ist sie nicht verschwunden? Wir haben sie ja schon getroffen. So, und es gibt tatsächlich eine Rückseite. Ich probiere es jetzt einfach. Also zumindest wollte ich es probieren. Das gibt's doch gar nicht. Manno. Also ich hing schon mal in der zweiten Welt beim letzten Puzzleteil. Das war auch ziemlich böse. Tja, und jetzt ein zweites Mal. Okay, ich hab's getroffen, aber es öffnet sich nicht. Nein.
Das öffnet sich nicht. Gut, dann probieren wir es noch einmal mit den Eiern. Oder ich fliege jetzt nochmal hin und dann... Ja, also das geht definitiv nicht. Und die Eier auch nicht. Ja, dann tut's mir leid. Ich werde das wohl nachschauen müssen, weil ich habe keine Ahnung. Wobei, eine Idee hätte ich noch. Aber die ist Quatsch. Die ist Quatsch. Ich muss es trotzdem probieren. Und zwar... Vielleicht bin ich mit den Turnschuhen ja so schnell. Das ist doch wirklich Unsinn. Aber ich denke... Ja, dass ich mit den Turnschuhen so schnell bin, dass ich eventuell die Tür halt einrennen kann. Es klingt unsinnig, ja, ich weiß. Aber dann wäre zumindest geklärt, warum hier unten die Turnschuhe sind. Weil die haben bislang nämlich noch keinen Zweck gehabt. Oh, das ärgert mich jetzt, ey. Das erst recht. Aber es ist schwierig, ja? Das ist wirklich schwierig, blind rauszufinden. Ich habe keine Ahnung, null Ahnung. Aber das Problem ist halt, dass dann noch der scheiß Teppich da sein muss. Also das Timing müsste ja mehr als gemein sein. Nee. Nee, das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Was ist das denn hier? Vielleicht sind das... Genau, vielleicht sind das so Stampfer. Nein. Boah, come on, das gibt's doch nicht. Wie kommt man da rein, ey? Es muss irgendwo einen Schalter, so einen Müll geben. 100%. Hey, Moment. Du, was bist du für ein Typ? Hey, 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 du Assi. Du bist der Richtige. Wetten? Oder zumindest, vielleicht gibt er mir auch nur den Jinjo. Übrigens, die Kamera dreht sich immer automatisch mit, wenn ich schieße. Das ist leider so, ich kann es nicht ändern. Was macht er jetzt? Hä? What the hell? Hier erscheint eine Pyramide. Das, ist auf jeden Fall überraschend. Oh Mensch, Banjo, bitte. Treff ihn. Zack. Ja, ich kann ihn ja auch kaum treffen, wenn die Kamera so scheiße ist. Wobei das jetzt wahrscheinlich eher an meiner Steuerung liegt. Ja, also da ist die Kamera mal fein raus. Das liegt eher an meiner Steuerung. Nehme ich zurück. Vielleicht gibt es ja in der Pyramide einen Schalter dafür. Oder das ist der Ausgang der Pyramide. Ich habe keinen Schimmer. Das ist wirklich mysteriös. Aber so gehört sich's auch für eine Wüstenwelt, oder? Wenn eine Wüstenwelt nicht mysteriös ist, dann ist was falsch. Ah, bitte, Banjo. Ich habe für diesen Part doch eh schon genug gelitten. Na, wenigstens haben wir genug Eier. Ich schieß einfach. Irgendwann treffe ich den ja. So, jetzt noch einmal und dann haben wir's, oder? Oder bin ich bereits jetzt erlöst? Yes, ich bin bereits jetzt erlöst. Vielen Dank. Und man kann auf jeden Fall rein. Gut. Gut, 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 gut. Mach mal schneller. Wir wollen noch was schaffen in dem Part. Was?
Nein! Nein! Bitte, da oben ist... Ja, danke. Ich dachte... Oder bin ich hier falsch? Moment mal. Ich glaube, ich bin bei der falschen Pyramide, ich Idiot. Ja, ist echt so. Oh Gott. Ja, wenn es schon schief läuft, ja, dann bitte alles. Mhm. So muss es sein. Oh Mann, bin ich ein Dulli. Ich habe mich tatsächlich in der Pyramide geirrt. Wie geil. Oh. Dies ist die Grabstätte der König Sandybats. Verschwindet oder ihr werdet euer blaues Wunder erleben. Oh, gehst du mal ruhiger an, Junge. Ich tue euch doch nichts. Ruhig Blut. Hey, was soll das? Ihr habt nicht auf unsere Warnung gehört. Nun rennt um euer armseliges Leben. Scheiße, mir bleibt heute auch absolut nichts erspart. Das gibt's doch nicht. Jetzt kommt ja auch noch ein blödes Labyrinth. Ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss. Und wetten, der letzte Mumbo-Schädel ist auch hier. Natürlich ist der... Oh. Und der Hexen... Oh mein Gott, warum vergesse ich den Hexenschalter immer? Stimmt, den müssen wir auch noch finden. Also jetzt nicht mehr, aber, ne? Ah, ich wusste, dass in diesem Grab irgendwas sein muss. Verflixt nochmal, wo muss ich jetzt hin? Der Ausgang war auf der linken Seite, so viel habe ich gesehen. Ich wette mit euch, dass der letzte Mumbo-Schädel hier ist. Verdammt. Ich glaube, ich muss hier lang. Aua! Verdammt, ich habe noch ein Leben! Aber ich glaube, ich bin richtig hier. Nein, bin ich nicht! Bin ich nicht! Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott! Unglaublich, der dicke Bär hat es geschafft. Dieser Grabschänder. Jungs und Mädels, meine Haare stehen zu Berge. Knapper hätte es nicht sein können. Aber ich habe den Mumbo-Schädel nicht gefunden. Naja. Dafür aber Puzzleteile. Hier ist noch ein Jinjo. Hier ist noch ein Jinjo. Oh, der Mumbo-Schädel. Wo ist der Jinjo? Yes. Oh mein Gott, ich fasse es nicht. Der Part war insgesamt ein Fail, aber gegen Ende haben wir mehr Glück als Verstand. Wir haben alle Puzzleteile, alle Noten, alle Jinjos, alle Mumbo-Schädel. Aber eins frage ich mich. Was ist dann bitteschön die Existenzberechtigung der Höhle von dort drüben, wo wir reingehen wollten? Wo ist sie denn? Egal, ihr wisst alle, welche ich meine. Ah, es könnte sein, dass das ein Stop-and-Swap-Feature ist. Ja, das kann sein. Gut, gut. Das kann wirklich sein. Wow, okay. Aber ich muss mich von diesem Part erholen, Freunde. Wir sind fertig mit der sechsten Welt. Und ich bin auch völlig unfertig. Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Und nächstes Mal geht's weiter mit Banjo-Kazooie. Bye, bye.